Gab's denn ansonsten noch irgendein Gossip? Nicht, dass das hier noch FSK 18 wird. Wenn irgendwie was über deinen Ausschnitt kommt oder wie kurz dein Kleid ist, dann direkt bitte. Da habe ich ja auch einen ganz tollen Ausschnitt von mir. Stimmt. Ja, ja. Ja. Immer die Personen, die am lautesten irgendwas Homophobes schreien, was Transphobes schreien, die am Ende Angst haben, dass sie vielleicht selber sogar Teil dessen sein könnten und das dann deswegen so weit von sich wegstoßen müssen. Ja, fast mutig, was Leute für ihre wahren Gesinnungen da auf Social Media auch teilweise teilen, weil sie denken, ist ja anonym, but it is not. Muss ich sagen, es ist immer gut und wichtig, dass es Menschen gibt, die sich in die Öffentlichkeit trauen, darüber reden, weil nur so finden Veränderungen statt. Herzlich willkommen zu Group Chat with Saro, meiner ersten eigenen Talkshow. Wir haben spannende Gäste, die ihre persönliche Story erzählen und Themen, über die selten so offen gesprochen wird. And the rest is history.